Der Witschbomitschen. Herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit unserem Pigaya und wir gehen in die Höhle des Todes. Da kommen schon wieder Spinnen. Darum kümmern wir uns nicht, Tiggy. Mal sehen. Können ja eh alles mit. Wenn er kommt. Gut gemacht. Freunde. Frage der Frage ist jetzt auch ja einiges wegkloppen, wo wir an Skeletten unbedingt einfach. Alles. Einer. Ach, guck mal. Level up. Freunde.
Gut. Gut, gut. Spinnen. Was ist denn eigentlich das Katana? Ist das ja bloß 70 stark gewesen? Damit sind wir echt nicht gerade so gut unterwegs. Dann haben wir ja 29. Da zerlegt die Skelette relativ. Die 3? Da ist ja wieder die Spawn. Blödel, ey. Goldmünzen.
Ein, oh Gott. Komm nicht mehr raus! Schon mal durchlassen. Eigentlich die Kunden besiegen werden wir hier. Frage ist halt, wie stark der Spacko dort drüben ist. Entweder ist er überhaupt nicht stark und wir die ganze Zeit bloß sehen. Am liebsten die Spackos dezimieren. Was passiert denn, wenn ich das gedrückt halte die ganze Zeit? Ja. Okay, dann braucht sie die Ausdauer. Also, ich weiß, was ich mache. Komm, mein Hübscher, komm. Ich weiß, was. Wenn die natürliche Nebel auf Wache schieben. Wenn ich aber auch vorne an Eingang position. Thank you.
nicht so schnell. Und die will. Geht auf die andere Seite. Da kann man ja triggern. Irgendwas salzische Bären oder? Wo sind die salzischen Bären? Ja, da hatten wir gar keine, hä? Ich dachte, wir hatten salzische Bären gekriegt gerade. Schnell Camp rein. Doch irgendwo. Dort. Doch aber irgendwo. Bären. Mal schneller. Vor allen Dingen, ich hätte mir auch mal einen Helm aufsetzen sollen, nicht Eumi, ne? Vielleicht ein bisschen mehr. Rüstung gehabt. Irgendeine Bären, ja. War bloß noch was zu sagen. Gut, gucken wir mal, ob wir hier drin irgendwas finden. Annehmen. Start running now. I won't have to kill you. Mir beinahe leid. Das tut beinahe leid. Ich stehe selber dabei, ne? Warte mal, die Wasser. Und ich sag. Schon.
Keine Ahnung. So, da gucken wir mal. Das ist auch Wasser, ne? So einen kleinen Fluss. Warum war ein Flussbeutel? Dann gehen wir dort rein und gucken mal, was wir mit dem Knochengott anstellen können. Der alten Pfeife. Sollte der zu stark für uns sein, können wir ja immer noch abhauen. Ist. Da haben wir da ein Point. Point. Weise die voll auf. Voll auf den. Er glücklich. Der mich, Alter, 500 Damage. Einfach durch den Stalaktit, was auch immer das ist. Schnappen die auch. Hier 100 Damage, ne? Gegen die Tischkante. Level A. Machst du kaputt? Ebenso, mein Gott. Jetzt gucken wir mal wegen dem Knochengott dort hinten. In der Hoffnung, dass er es nicht völlig so jetzt gibt, ne? Keine Ahnung. Wenn unser Tiger ordentlich reinhauen sollte, sollte eigentlich die Fußsoldaten relativ schnell wegbauen. Thank you.
Denn der hat ja. Hat ja relativ viel. Es ist ja schön. Vorhin Level 8. Wir Level noch und dann noch nämlich auch Level 10 und dann. Die Frage ist, wie stark ist er? Wir haben ja zwei Schweizer, die. Komm. Ist doch. Häng fest. Haben wir doch eigentlich schon ein paar weglocken können, ne? Der Tiger hat fast gar nicht an Leben eigentlich, ne? Und hat fast wieder ein Level up, ne? Nö. Wir haben auch ein Level up. Mal als nächstes den, ja. Wie geht das jetzt doch schnell? So, aber das alles in der, natürlich in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. In der nächsten Folge versuchen wir den Knochengott wegzuballern. Und bis dahin, danke fürs dabei sein und tüdelü.